So, Freunde, kurzes Vorwort. Auf diesem Event habe ich sehr wenig gefilmt im Zuge der DSVGO. Da bin ich natürlich sehr vorsichtig. Viele andere sagen, die filmen gar nichts mehr. Ich habe jetzt zumindestens ein paar Leute gefilmt, nicht viele, und haben also ein bisschen über die Stände drüber. Aber so richtig Spaß kommt da momentan nicht mehr auf. Also wird das mit den Unterwegs-Videos verdammt eingeschränkt werden. Oder sein. Naja, egal. Trotzdem wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei den wenigen Aufnahmen, die ich gemacht habe. Naja, immerhin habe ich geschafft, einen Akku leer zu machen. Wie viel Material? Keine Ahnung. Schauen wir es einfach mal an. Film ab. Hey ho! Ich fahre heute auf das Moesta Barbecue Festival 2018 mit dem Grill Battle diverser YouTuber, ja. Und im Rahmen der DSGVO, naja, werde ich halt dann bloß Essen filmen. Das brauche ich nicht unterschreiben. Okay, Leute, wir sehen uns dann in Löhne wieder. Oder Löhne heißt es, jawohl, ganz genau. So, Freunde, nach über 5 Stunden Fahrt und ja, die letzten 20 Kilometer Stau habe ich es endlich geschafft. Gehen wir mal hier ins Licht. Ich habe ja nur meinen Mini-Pringel hier dabei. Sieht man? Ja. Und den stecke ich einfach in die Hosentasche ohne Display und ja, dann schauen wir mal, ob wir hier ein paar schöne Aufnahmen kriegen. Hotelzimmer-Check, sieht mal richtig geil hier aus. Bin ich sehr zufrieden, muss ich mich auch erst einrichten, aber Leute, ich habe jetzt erstmal Hunger. Schau ich, dass ich was zum Essen bekomme. Hey, krass, habe ich Kaffeemaschine auf Zimmer. Du hast gesagt, du scheißt auf die DSGVO? Ja, ich habe da nichts mit. Ja, da reift die das auch hier. Ja, und der Bitburger-Typ. Ja, und ich sage jetzt nichts, was ich schon alles geschlürft habe. Aber jetzt schlürfe ich noch einen Kaffee und dann schmeiße ich den wieder aus dem Zimmer raus. Und morgen früh gehen wir dann auf die Veranstaltung. Naja, er behauptet, er schmeißt mich wieder aus dem Zimmer. Du kannst auch gleich gehen. Auf alle Fälle, wir haben es auch mal lustig. Ja. Und das ist das Wichtigste, oder? Genau, darauf kommt es an. Und alle, die mit den ganzen komischen Gesetzen nicht klarkommen, ne? Wisst ihr was, Leute? Ihr habt euch das Leben selber schwer gemacht, die das erfunden haben, sag ich mal so mehr oder weniger. Weil das ist das Leben. Wir haben Spaß miteinander. Die Leute werden sich gegenseitig gezeigt. Und da sind ja auch mal andere Leute im Hintergrund. Peng! Ist eben so. Ja, und morgen werden wir mal schauen, wen wir filmen dürfen. Wir fragen sicherheitshalber. Okay, Leute, bis morgen. Jörn, jetzt mal so ganz unter uns, was hältst du von der DSGVO? Das ist großartig. Das finde ich total großartig. Nee, ich filme nicht mehr auf Events, dann ist es dann vorbei. Ist dann bei dir auch vorbei. Ja. Also ich meine, ich muss auch sagen, also sowas wie heute hier, also kannst entweder dich ums Grillen kümmern oder ums Filmen. Zu Hause ist was anderes, aber hier denke ich mal, willst du dann doch irgendwo den Fokus. Aber ich darf jetzt die Szene schon verwenden. Immer. Okay. Deine Meinung zur DSGVO? Was? Deine Meinung zur DSGVO? Ich liebe es. Also, der Nächste, den ich filmen darf. Ich erkläre hiermit mein ausdrückliches Einverständnis. Ja, ich würde sagen, so kriegen wir wenigstens ein wenig Material zusammen. 144 Grad. Irgendwie hat er irgendwas gesagt, dass er da Schnitzel schneidet. Hat jemand einen Thermometer? Ihr habt noch einen Thermometer gehabt, oder? Da bin ich ja gespannt, ob das was wird. Pass auf, 144. Hältst du von der DSGVO? Ach, da halte ich ja. Es muss vielleicht sein heutzutage, aber es ist schwierig für alle. Ja, wieder mit, furchtbar. Ne. Also, ich würde mal sagen, mir geht es ja relativ vorbei. Ja,
Es wird sich wieder ein bisschen beruhigen. Jetzt muss man ein bisschen abwarten, was passiert. Erstmal ein bisschen vorsichtiger sein. Weil im Prinzip wie alle Vereine oder sonst was, die irgendwie Facebook-Seiten haben und so, ist halt für alle jetzt ein bisschen schwieriger geworden. Ne? Aber ich denke, das kriegt man hin, oder? Ich denke, das funktioniert bei mir. Jo. Super, läuft im Sande. Und auch noch dein Einverständnis, dass ich senden darf? Ja, selbstverständlich. Du darfst alles von mir senden. Seht ihr, Leute? Die sind alle ganz nett zu uns. Wenn du jetzt ein Foto mit mir machen willst, dann muss ich doch irgendwo unterschreiben, wegen der DSGVO. Ja, genau. Du kannst mir gerne auf die Brust unterschreiben. Ich mach's dann genauso. Also der Nächste, mit dem wir kein Problem haben, wenn wir unsere Videos machen. Als Blogger hat man, glaube ich, eh nicht so unbedingt das Problem, dass man irgendwo im Internet auftaucht. Genau. Aber halt, Umgebungsfilm werde ich definitiv nicht. Vielleicht einmal dann nachher noch, ja, so über das Essen drüber. Pass auf, da hinten steht jemand. Was? Oh. Aus, aus, aus. Ich brech zusammen. Wiederhol es nochmal. Also, er ist absolut derselben Meinung. Und Leute, ich habe sie ja schon seit Wochen daheim liegen. Die neue Dolly Sauce, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe sie zu Hause noch nicht probiert, habe es hier getan und geil. Also die Sweet Onion Bacon muss ich mir gleich nochmal ins Gesicht hauen. Also mal richtig geil. Was heißt hier ohne Kamera? Ich wollte schon sagen, das passt gar nicht zu dir. Das sieht komisch aus. Ja, aber man muss halt aufpassen, wen man filmt und wie man filmt. Ja, das stimmt. Der hat noch nicht unterschrieben. In Zeiten von DSGVO, ich bin einverstanden damit. Jo. Und du auch? Total. Total. Ja, so haben wir die Nächsten. Hiermit gegen die DSGVO. Und was hältst du von der DSGVO? Das ist der letzte Scheiß. Ja, jeder sagt dasselbe. Ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe, glaube ich, noch nie einen Gym probiert, aber da kann man ja Abhilfe schaffen. Jo, Prost. Ein bisschen warm, aber gut. Täuscht es oder schmeckt es irgendwie nach Lakritze? Das ist ja mal voll da. Ist das. Ist gut. Ich glaube, ich steige heute Abend wieder auf Jackie um. Aber jetzt für einmal ist es in Ordnung. Dankeschön. Darf ich die Kamera ein bisschen zu dir drehen? Na klar. Na klar, sagt er. Der edle Spender. Ja. Willkommen am Stand von Blutfeld. Teste mal. The Burger Variation. Was ist denn das? Das ist ein koreanisch mariniertes Flanksteak. Ja, dann probieren wir das doch mal. Genau, probieren wir. And your dips. Ja, dann stellen wir uns mal wieder hier ins Eck, um ja niemand anderen zu erwischen. Und machen wir ein Probiererle. Sehr lecker. Nur keine Gesichter mehr filmen. Für mich ist das egal, ich kann dich zeigen. Du kannst dich zeigen? Nee, mach mal weg, ich werde gesucht. Was verkaufst du Schönes? T-Shirts habe ich nicht im Angebot. Schnaps. Ja, leckeren Moonshine. Haben wir gestern schon probiert. Richtig. Sehr gut. Ist dir schon klar, dass man mit sowas nur den letzten Platz machen kann? Die letzte. Jetzt mit der Datenschutzverordnung werden wir gar nicht mehr gefragt. Habe ich dich gefilmt? Das weiß man ja wohl. Nein. Ja.
Ja, Leute, noch kurzes Schlusswort. Positiv, negativ zuerst. Negativ, das ist, glaube ich, weniger. Mir ist der Eintrittspreis ganz schön aufgestoßen. 8 Euro pro Tag, zweimal. Das sind dann 16 Euro. Jetzt kann ich schon nicht mehr rechnen. Ja, war ein langer Tag. Ja, 16 Euro fürs Wochenende. Keine Möglichkeit, ein komplett Wochenendticket zu kaufen. Also, das muss ich schon sagen, ist ein bisschen heftig gewesen. Auch wenn sie jetzt die, oder das Blogger Grill Battle gehabt haben, fand ich es trotzdem etwas heftig. Positiv, es war sonst ein rundum gelungenes Event, kann man nichts dagegen sagen. Viele nette Leute getroffen, Fans haben mich angesprochen, haben mit mir Fotos gemacht. Scheiß auf die DSVGO. Ja, gefilmt habe ich sehr wenig, habt ihr ja mittlerweile gesehen. Ich bin da jetzt einmal sehr vorsichtig. Wenn ich nochmal ein Unterwegsvideo mache, dann mit Lass ins Bildner springen. Mit Sicherheit so wie dieses Mal. Also kein Schwenk über den ganzen Platz. Gerade mal über die Tische drüber, was die Aussteller so ausstellen. So, glaube ich, kann man es machen. Und vielleicht ein paar Blogger oder wirklich gute Fans, wo man sagen kann, da gibt es keine Probleme. Weil wie gesagt, ich bin da momentan sehr vorsichtig, bis wir da alle richtig den Durchblick haben mit diesem Mist. Ja. Waren 520 Kilometer einfach für mich. Ich würde mal sagen, hat sich gelohnt. Und ja, dann ganz einfach bis zum nächsten Mal. Ja, Grillschanke unterwegs gibt es in 2 Wochen wieder. Da bin ich auch auf einem Treffen, aber das ist eine separate Geschichte. Leute, wir sehen uns. Ciao.